Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Star Wars Republic at War. Ich betone das auch mal so schön, so Republic. Republic at War. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's mit fetter Raumschlacht. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Weil das ist jetzt wirklich eine sehr fette Raumschlacht, muss ich sagen. Sind da gerade welche abgehauen? Ich frage mich, wohin. Können da nicht ab. Kritisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, sie können da nicht abhauen. Dachte ich zumindest. Naja, das ist nur ein. Gefecht steht gleich bevor. Bis gleich. Warum habe ich überhaupt das Video angefangen? So, da sind wir wieder. Ne? Ging schnell. Aber eine Schlacht muss halt Schlacht sein. Taktisches Gefecht steht gleich Och, bevor. nee, Leute. Was ist denn das? Das ist. Also, wenn man das als Spieler machen würde, müsste es ja im Prinzip Schlacht, Schlacht, fertig. Also, hier. Angriff setzen für die Raumschlacht und dann direkt schon im selben Zug die Bodenstreitmacht hinterher schicken. Und ja, wenn du dann die Raumschlacht verkackst, hast du keine Möglichkeit, da irgendwie was zurückzuholen. Starten, ja. Das zeige ich jetzt mal, weil ich kann jetzt nicht wirklich. Leute, ich kann nicht alles ausschneiden. Das ist halt momentan. Irgendwann sind wir halt, okay, irgendwann werden wir an einem Status sein, wo ich nichts mehr rausschneiden muss, weil wir dann einfach nur noch am Überrennen sind. Ach, genau, Wir hallo. haben einen Bauplatz Danke. erhalten. So, ach, genau, ich habe hier kein ATTE mehr. Hört, was da los ist. Kommt Schma. sofort hier auf den Innote. Was ist euer Plan? Kann ich helfen? Ja, kannst du. Was kommt denn da alles? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Sir. Geht da mal gucken. Sir, wie lautet euer Plan? Bei allem Respekt, General. So, Sehr wohl, Sir. so. Ich bin dabei. Da sind sie. Hallo. Soldat 1. Aufrüstung startet. Hallo, du sollst. Da. Boah, du bist so dumm. Wir haben einen Bauplatz erhalten. Oh, hauptsächlich Kampfdrehen. Geschütz, Geschütz. Wie lautet euer Plan? Was könnte man denn hier Es hinten kommt bauen? einer. Bewegt euch! Oh, das ist noch mehr. Da ist Wir auch nochmal haben einen Geschütz. Bauplatz erhalten. Konstruktion abgeschlossen. Was wir gebrauchen könnten, wäre vielleicht ein paar Einheiten Viel vorne. Spaß. Verstanden. Konstruktion Ja, abgeschlossen. meint. Ui. General? Ich möchte eigentlich jetzt nämlich nicht, dass die da Soldat 1. vorne den ganzen Schmarrn kaputt Ich machen. bin dabei. Sir, ja, Sir. Ist doch lustig, oder? Ich bin dabei. Ja, Sir. Wie lautet euer Plan? Ja, Sir. Wieso geht ihr nicht einfach mal hier hin? Sir, wir Ach sind du dran. Heilige. Schau dich den Schmarrn an. Plopp. Der Schiffsturm wird gebaut. Ich weiß nicht, Luftabwehr. Schiffsturm wird gebaut. Sir, ja, Sir. Ah! Einheit zerstört. Alter, wie viele Superkampfdrehen sind denn das? Ist ja unglaublich. Einheit zerstört. Infanterie. Raum? Was immer nötig ist. Jawohl, Hier Sir. kommt auch nochmal mit. Konstruktion abgeschlossen. Ach du Alter, okay, jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Sir, ja, Sir. Wie lautet euer Plan? Jetzt wird's wirklich kritisch. Ja, Sir. Sir? Bestätigt. Wie lautet euer Plan? Ihr geht Verstanden. mal bitte in Defensivposition. Hinter Deckung! Weil, okay, Jawohl, Sir. euch brauche ich dringend. Verstanden. Auf geht's. Verstanden. Auf geht's. Ich wollte sie eigentlich, ja, wie sozusagen hier als Unterstützung für die Truppen da unten einsetzen, aber das hat halt nicht so geklappt, wie es sollte. Hallo, würdest du mal bitte? Danke. Ich bin dabei. Sir, ja, Sir. Da vielleicht auch eine gute Idee. Nur so als Tipp. Sir, ja, Sir. Das ist alles geplant, alles geplant. Ich fände es gut, wenn man den Turm auf Fahrzeug-only stellen könnte. Plop, plop, plop.
Ja, so viel so viel Angriff, so viel Angriff und ich habe doch gar nichts zu verteidigen. Würdest du mal schießen, bitte? Geh mal ein bisschen zurück. So. Wie, was für Einheit zerstört? Hier wird nichts Einheit zerstört. Anstatt mal den Schildgenerator kaputt zu machen, nein. Da wäre man ja schlau. Ich frage mich, ob das überhaupt irgendwas ändern würde. Die rennen ja eh nur blind gegen die Verteidigung. Hallo, schieß doch! Los. Mehr. Mehr. Okay, so geht's auch. Mach die kaputt. Das kriegst du schon irgendwie hin. Oh, die haben ja wirklich den Schildgenerator schon angegriffen, so. Naja, jetzt haben wir unsere Raumschlacht. So. Okay, vielleicht noch eine Artillerie. Ich frage mich eigentlich, wie euch die Kommandomission von letztem Mal gefiel, weil ich das so zeitnah aufnahm, dass da noch nicht sehr viel rück. Zeitnah ist jetzt in diesem Fall ein bisschen schlecht definiert, weil es sind 9 Stunden danach. Und ich bin sehr überrascht, dass da so wenig Feedback, nenne ich mal, kam. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir Wochenende haben. Und so Leute was Besseres zu tun haben. Ja, dann muss ich leider, Vater, dann muss ich sofort mich zurückziehen. Wir haben keine Lücken. Okay. So. So. So, komm schon. So, jetzt können wir angreifen. Ja, man hätte das, glaube ich, auch, das sowas könnte man auch weitaus gescheiter machen, aber dann würde es man ja gescheiter machen. Das will doch keiner. Bei denen ist ja eh egal, ob du Antrieb vorher zerstörst oder nicht, weil es macht eh keinen Unterschied. Ihr drei greift hier an. Ihr drei greift da an. Irgendwer wollte auch noch, dass ich die Akklamatoren aus der Flotte raushole. Ja, dann kann ich vielleicht einen Dings mehr spawnen, einen Venator, aber. Nein. Ich finde, die sehen lustig aus. Wir hätten hier auch vielleicht zuerst unten das Hyper-V bauen können, aber. So. Ich glaube, ich will hier eigentlich gar kein Hyper-V bauen, weil. Ist an sich relativ große Geldverschwendung. So. Du. Ich würde gern den beschützen lassen. Irgendwie so eine Guard. Als. Ja, so. Gardemodus. Ja, gut, der erste Kreuzer ist zerstört. Mal gucken, ob vielleicht kriegen wir sie komplett gewiped. Aber ich weiß ja nicht, ob die wirklich komplett vernichtet werden können. Können die überhaupt komplett vernichtet werden? Das ist jetzt die Frage. Weil, angenommen, wir haben sie so weit zurückgedrängt, dass die dann immer irgendwo neu spawnen. Was ist, wenn die auf ihrer letzten Welt hocken mit dieser riesigen Flotte? Also die wird ja immer größer. Mit dieser Flotte und ja. Sie verstehen? Ha, können wir denn nicht gewinnen oder was? Du und du. Mit, ja, ach komm. Du auch noch. Und ihr macht nochmal Dinger kaputt. Ha, ist ja eigentlich egal, was ihr davon kaputt macht. Mach mal Hangar. Oh! Ich bin enttäuscht von dir. Okay, du kriegst. Ach, dein Schildgenerator ist kaputt, okay. Los. Los. Du vielleicht nochmal da angreifen. Die bräuchten Verstärkung.
Los. Ja, du fliegst mal mehr da so. Ach, beeilt euch doch mal. So. So. Einfach fliegen. Einfach fliegen. Einfach fliegen. Einfach fliegen, fliegen, fliegen. Einfach fliegen. Du gehst nach Hause. Einfach fliegen. Ja. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja. Und du bist auch schon so gut wie tot. Also das ist ja jetzt hier, das ist ja einfach. Nur dafür sorgen, dass erst kein Kreuzer verreckt und dann ja, hat sich die Sache. Gucken wir uns das mal auch so nice ich dann. Aber das wäre auch cool, wenn du das irgendwie so eine Brückensicht hättest. Du stehst dann so auf der Brücke und schaust dir die Schlacht an. Was? Oh, die machen automatisch sogar den Antrieb kaputt. Ich lasse mal bewusst den Antrieb da, weil ich was austesten möchte. Wenn wir bewusst Überlebende lassen. Vielleicht verreckt dann mehr. Im Sinne von endgültig. Ja, tut. Oh, Datomir zeige ich jetzt mal. Ja, könnt ihr auch skippen. Ich würde sagen, 2-3 Minuten skippen, dann hat sich die Sache... Okay, ja doch, die, ich habe Datomir, dachte ich... Ne, Dantooine, sorry. Ja, schön. Ach, wir haben ja gar kein Yoda diesmal dabei. Ja, pünktlich. Auf die Minute, nicht auf die Sekunde. Ich glaube, im Ausland heißt es sogar noch, dass die Deutsche Bahn bei uns pünktlich ist. Das finde ich amüsant. Okay, aber wenn man es drauf ankommen lässt, müsst ihr ehrlich sein, ist das Ding, ist die Bahn pünktlich. Los. Bumm. Bumm. Hallo. Guck doch mal, Artillerie. Ich brauche immer Hilfe. Jede Hilfe, die ich kriegen kann. Und warum ist der Rest von euch immer noch irgendwo am Arsch? Los. Du auch. Ja, doch. Passt. Sehr sinnig, jetzt hier, sich hier zurückzuziehen. Wenn ich wüsste, wo noch ein Feind wäre. Wer ist denn das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. War das irgendwie ein berühmter Jedi? Kann das sein? Komm schon. Oh, ja doch. Mein Plan ist aufgegangen. Entweder war's Teil meines Plans. Oder ich hatte einfach Glück. Und jetzt jagen wir sie endlich zu unserer endgültigen Blockadestellung, nenne ich es mal. In der wir dann uns langsam darauf vorbereiten können, den Outer Rim zu. Also den. Das könnte knifflig werden, Sir. Es sieht nicht so aus, als hätte ich östlichen Outer Rim. Nee. Doch. Nee. Südlichen. Südlichen Outer Rim zu sichern. Ja, südlich. Bob. Bob. Du, Antrieb. Ihr. Da, Antrieb. Moment. Ja, also, nochmal als Vorführeffekt. Die können ihre Flügel einklappen, dann sind sie schneller. Ich weiß. Also sind sie halt nicht mehr... Also, dann büßen sie halt etwas von ihrer Kampfstärke ein. Okay, vielleicht ist das in so einem Moment auch praktischer. Moment. Weil ich ja jetzt leicht optimistisch bin. Scheiße, ich treffe den Antrieb von dem Ding nicht. Hat schon keinen Antrieb mehr. So, gut, das war's. Wiedersehen. Nicht dein Ernst, der Antrieb hat von dem... Oh, der Antrieb hat überlebt. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Gut. Ja, danke.
das ist die bugfreie Welt, ne? Bugs, was sind das? Kenn ich nicht. Das sind doch nur exklusive neue Features, die sich in bestimmten Situationen auftun. In ganz bestimmten. Die sind sogar so exklusiv, die musst du provozieren, ne? Und Angriff. Angriff. Naja. Kriegt er schon hin. Dann klappt mal wieder ihre Flügelein. Lalala. Fliegt alle los. Fliegt alle los und vernichtet sie. Wo ist denn hier eigentlich ein... Ah, hier ist das Feld. Lalala. Mach kaputt. Ach, das ist doch die Flotte, die überlebt hat, oder? Weil der eine Kreuzer war ja jetzt nicht dabei, der, ja, hier die kleine Fregatte. So, viele Torpedos wieder einschlagen. Ist das nicht schön? Wie ein Kunstwerk. Baff, mach irgendwas davon kaputt. Hauptsache, du machst was kaputt. Der lebt auch nicht mehr lang. Ich finde das immer wieder schön, so Jäger, 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 noch mehr Jäger. Oh, guck doch mal, mehr Jäger. Ja, es sind Meeresjäger. Hallo? Das sieht so cool aus, irgendwie, wie der mit seinen Klappen da aufsteht. Also hier, die seitlichen Klappen, wo die Raketen rauskommen. Ist schon cool designt. Vor allem, aber viel besser sind auch immer noch die Venatoren. Wir mögen alle Venatoren. Und es gab, glaube ich, sogar einen Frevler, der hat es gewagt, die Aussage aufzustellen. The Clone Wars fand er besser als alle anderen Star Wars Filme. Das kommt einem Verrat gleich und einer diplomatischen Beleidigung. So, es müsste technisch gesehen geahndet werden, aber mache ich nicht. Nochmal schauen. Oh, doch, komm, die Raumschlacht machen wir auch noch. Nee, aber echt, ich glaube, der Großteil von euch will doch eigentlich auch nur Raumschlacht sehen, oder? Da könnte ich genauso gut Homeworld spielen. Also, ja, Homeworld, dann die Kampagne. Und, ja, dann Homeworld die Star Wars, also wenn die Firma Remastered fertig ist. Ach, Hallöchen. Lalala. Lalala. Okay, du kriegst gerade aufs Stressball. Egal. Mach mal Waffensysteme. Mach mal Waffensysteme los. Oh, gut, jetzt habe ich meinen Nabu-Jäger verloren. Okay, jetzt kriegt er aufs Stressbrett. Das missfällt mir. Vielleicht hier angreifen. Alter, ach so. Ich sehe das gerade erst. Hier sind ja tonnenweise Bodentruppen und die Helden. Meint, ich will bei dir mal mitfliegen. Oh, die sehen auch cool aus. Ich persönlich, ich finde ja die Arcs am besten schon. Fast als Jäger. Willst du nicht mal angreifen irgendwas? Jetzt ist er tot. Schöne Tech 5 Raumstation. Das klingt fast manchmal so wie die Synchronisationsstimme von Vin Diesel. Ich habe eben einen Film mit dem gesehen, deshalb komme ich gerade auf die Idee. Weißt du was? Mach du auch mal. Ach, Bosk. Na, wie geht's denn so? Unter tonnenweise republikanischer Jäger. Und Terror. Tonnenweise republikanischen Jägern. Was vielleicht meine Idee wäre, wäre Hangar kaputt machen. Was? Ventress stirbt. Oh, finde ich das gut. Wir müssen ja die richtige Zeitlinie wiederherstellen, ne? In der Ventress und. Wie ist sie nochmal? Ahsoka nicht existieren. Ihr habt auch geschrieben, Cody war
in der Anführer der 501., wie ich es so richtig vermutet hatte. Demnach müsste er technisch gesehen, dürfte er gar nicht in Star Wars Rebels als Rebell vorkommen, weil er ja eigentlich demnach loyal gewesen sein muss. Die 501. war loyal. Die kam jetzt nicht auf die Idee, nee, den Jedi töten wir jetzt mal nicht. Vor allem, es war ja auch, sie hat nicht umsonst den Spitznamen Vaders Faust. Oder der spätere Vader, ne? Och komm, nicht dein Ernst, da auch nochmal bitte. Ich mag es nicht, wenn meine Venatoren kaputt gehen. Du, Mensch. Du machst mal Schild. Du gehst auch mal da. Nämlich hier beim Schießen. Schießt. Ich sagte schießt. Ist das so schwer? Scroll raus. Danke. Was ist, wenn ich das hier mache? Blob. Passiert da irgendwas? Eigentlich müssten die ja mit ihren Dings. Was sind das? Ein Laser. Sehr präzise. Und auf jeden Fall richtig eingeordnet. Keiner kann was dagegen sagen. Sind ja Laser. Komm. Und kaputt. Gibt's. Ach, guck mal, es sind noch mehr Kräuter. Ich hätte gerne mal eine Umschlacht, wo mal die Flotte richtig gefordert wird. Wo ich auch wirklich taktisch vorgehen muss. In welchem Spiel. Also in welchem. Musste ich hier schon mal. Eigentlich, ich in Republic at War, reicht es doch eigentlich die. Schön hau drauf mit. Oder mit dem Vorschlaghammer, oder? Das reicht doch schon fast. Wunderschöner Sieg, wunderschön. Mit der totalen Vernichtung der separatistischen Streitkräfte. Nein, wir haben Jäger verloren. Ach, die wollte ich eigentlich mal nachbauen. Kann ich schon? Ja, kann ich. Nice. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich ernsthaft verarschen. Boah, Junge. Das ist doch, nicht dein Ernst, automatisch. Jetzt sind alle abgebrochen. Und das Geld ist flöten gegangen. Oh. Problem. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Bleibt mir treu. Wiedersehen. Ciao.